So, willkommen zurück in Mexiko und wir haben hier verblichene Zeichen gehabt, die schauen wir uns jetzt mal an. Und ich habe so eine Vermutung, dass wir jetzt hier gleich unseren was soll man dazu sagen? Unseren gelben Buntstift mal benutzen sollen, weil das ist genau wie im ersten Teil. Tatsächlich. Das soll er selber machen? Ja, genau wie im ersten Teil. Soll jetzt hier alles nachzeichnen, oder was? Was soll das denn? Und nu? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Hier auch wieder weg? Da war... Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Da war ein loser Stein. Ich hab's gesehen. Ja, aber... Noch Beasley, halt doch mal die Mull. Sarkophag. Halt die Klappe, Mann! Vermutlich das Abbild eines großen Aztekenherrschers. Ja, und... Pflanze, schau an, Pflanze. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. So interessant sind die wirklich nicht. Es sei denn, man entdeckt dahinter einen Geheimraum. Na toll. Sehe ich aus wie ein Müllmann? Aber eben im Mülleimer rumgewühlt. Nee, ist klar. Ist das ein Dämel? Ich möchte das nicht verbrennen. Was soll ich denn jetzt hier machen? Moment mal. Ich entsinne mich, wo wir damals in Seattle waren, auf dem Weg zum... Das will ich nicht anmalen. ...blauen Diamanten. Ach Quatsch, zum blauen Kristall. Da haben wir die Zeichnung aus unserem Traum gezeichnet. Oh Gott, nur wie sah die aus? Ich glaube, das war... So sah die aus. Da sagt er, ich werde die Zeichnung aus meinem Traum malen. Weil im ersten Teil träumt er ganz am Anfang einen Traum, wo er dieses Symbol sieht. Ich denke mal, dass... Nee, das ist ein Verkehrsschild. Also, war das richtig? Versuchen wir es mal. Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Ja, toll. Super. Also war es doch nicht. Scheiße. Tja, und nu? Gibt's hier noch irgendwo einen losen Stein? Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Was haben wir denn im Tagebuch? Der Cabana-Jünger am Strand von Honolulu will mich nicht reinlassen. Hallo? Reporter, Reisewissenschaftler, Sekunde. Ich bin in Mexiko angekommen. Wie sehr habe ich dieses Land vermisst? Es muss 20 Jahre her sein, beim letzten Besuch. Tja. Wieso hat er jetzt das eigentlich vor dem... Habe ich das mal vorgespielt oder was? Egal. Tja, Freunde. Was soll das für eine Zeichnung sein? Hier habe ich nichts. Da habe ich auch nichts. Tja. Also kann es doch eigentlich nur... an. Oh, was ist das? Das sieht aus wie eine dieser Zeichnungen der Scolaria. Es ist zwar schon etwas her, doch damals musste man auf diesem Stein eine spezielle Zeichnung malen.
erst die richtige Zeichnung, öffnete dann eine geheimnisvolle Pforte zu einem dahinterliegenden Geheimraum. Ob das auch hier funktioniert? Ich brech ins Essen, da muss man sich das erst angucken. Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Nein, nein, nein. Gut. Lichtende Zeichen, Statue, da ist nix. Statue und Sarkophag, mehr haben wir hier nicht. Vermutlich das Abbild... Ja, jetzt wissen wir. Ob hier ein großer Fall... Das hast du schon gesagt. Pflanzen... Was? Treppenstufe hinunter. Nein, die müssen wir uns nicht anschauen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Ich muss hier wohl eine spezielle Zeichnung malen, um in das Innere der Pyramide zu gelangen. Tja. Und welche soll das sein? Herrschaftszeiten. Wo soll ich denn jetzt die Zeichnung herkriegen? Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Das weiß ich selber. Ich meine, das war so. Oder sah das so aus? Nee. Sah so aus. So? Sah so vielleicht aus? Irgendwie scheint... Nein. Ach man, das ist aber jetzt dämlich. Vielleicht doch so? Irgendwie scheint das keine Wirkung zu haben. Es hat doch alles keinen Sinn. Ja, da kommt auch wieder ein Krankenwagen. Statue, Sarkophag. Öffne. Ich habe keine Ahnung, wie ich das öffnen soll. Wie soll ich da drankommen, Freunde? Ich habe keine Ahnung. So kann ich hier keine Zeit. Ja, da ist wieder der Krankenwagen. Meine Güte. Vielleicht mit dem Feuerzeug? Ich möchte das nicht verbrennen. Nein, damit auch nicht. Oder vielleicht dem? Nein, das... Oder vielleicht mit dem die Pflanzen wegmachen? Lustig fände ich das schon, aber es hilft mir nicht weiter. Nein. Vaseline, Tagebuch. Beispieler, vielleicht damit einkratzen? Nein. So lieber nicht. Nein. Dann bleibt ja nur noch der gelbe Buntstift über. Vielleicht, wenn ich das mal umdrehe? So vielleicht? Irgendwie schon. Mann, was wollt ihr hier von mir? So vielleicht? Nein, auch nicht. Irgendwie. Na, Freunde, ich werde jetzt hier mal Schluss machen. Na, was heißt Schluss, Mann? Ich werde jetzt mal eine Pause machen. Mir das mal in aller Ruhe angucken, hier sämtliche Kombinationen ausprobieren. Vielleicht finde ich auch noch irgendwo einen anderen Hinweis. Ich möchte euch nicht langweilen. Wenn ich hier was gefunden habe, melde ich mich dann jetzt gleich nochmal wieder. Also, bis gleich. Jo, wieder da. Ja, Freunde, und was mir irgendwie komplett durch die Gedanken geflutscht ist, wir haben ja noch eine Ausgrabungsstelle. Nämlich hier links, ja. Warum bin ich da nicht eben drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Ach du liebes Bisschen, wie sieht's denn hier aus? Da hängt ein BH.
Socken, eine Unabux und ein Hemd, würde ich sagen. Was haben wir da? Knochen auf. Nein, was ist das denn? Ein Tentakel. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wäre ich Archäologe, könnte ich sicherlich mehr damit anfangen, aber so interessieren mich diese Zeichnungen nicht weiter. Na, und die Knochen? Nur ein kleiner Knochen, der wird wohl nicht viel bringen. Was mit noch einem? Aha. Der sieht auch nicht interessanter aus. Noch einer? Nein, diese hier helfen mir auch nicht weiter. Was hat einen ganzen Haufen, okay. Und was noch einer? Aller guten Dinge sind vier. Igitt. Und noch ein? Ich denke, ich habe erstmal genug Knochen. Ja, okay. Was haben wir da? Auf einen Leistenbruch habe ich im Moment keine Lust. Ja, gut, okay. Also da können wir nichts nehmen. Gerüst, okay. Jalousie, Sessel, Bagger, Grube. Schaugrube. Hier wurde ein tiefes Loch ausgehoben. Ich sollte nicht zu nahe herangehen. Schade. Okay, was ist das denn da? Ein Nest, ein Vogelnest bestimmt. Wenigstens sind die Vögel schon ausgeflogen. Tatsächlich. Genau wie in Seattle im ersten Teil. Das hat ja fast die Maße eines Hutes. Eines Hutes? Dann können wir den bestimmt für den Waikiki-Strand benutzen. Jawohl, ja. Zelt. Ja, geh da mal da rein. Öffne Zelt. Es ist niemand da. Ja, deswegen sollst du es hier öffnen. Es ist niemand da. Gut. Hier haben die verschollenen Forscher also ihr Quartier aufgestellt. Nein, das bringt nichts. Super. Klasse. Was ist mit dem... Was? Schlüssel? Sessel. Ich hab Schlüssel. Benutze Bagger. Auf keinen Fall. Ich muss heute noch an das brennende Krankenhaus und die wütenden Polizisten denken. Okay, das will er uns nicht sagen. Freunde, jetzt ist aber die Zeit erreicht, hier Schluss zu machen. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Also bis dahin, NRW 18, adieu.